Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Randall's Monday. Ja, jetzt haben wir das Problem, dass der seine Miete haben will. Aber vielleicht können wir wenigstens arbeiten gehen. Wir gucken mal. Und? Der steht ja immer noch hier. Guten Morgen. Oh, guten Morgen, Mr. Marconi. Schön, Sie zu sehen. Wie kann ich Ihnen helfen? Junge, wenn dir dein jämmerliches Leben was wert ist, dann hör auf, meine Zeit zu verschwenden und besorg mein Geld. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, er wird uns hier nicht rauslassen. Oh. Ist irgendwem noch Randall irgendwie sympathisch auf seine queere Art und Weise? Mir auf jeden Fall schon. Nicht genug Platz für den ganzen Müll. Nur durchs Fenster raus? Von hier kann man die Straße sehen. Geh mal in dein Zimmer. Wir gucken mal, was wir hier noch machen können. Na, guck mal, hier ist das Fenster offen. Ah, Feuertreppe. Die Feuerleiter, hm? Ja, gute Idee. Ich mag diesen metallischen Klang. Da fühle ich mich sicher. Was zur Hölle war das? Kam das von der Feuerleiter? Vielleicht sollten wir nochmal darüber nachdenken. Aber so furchteinflößend wie Marconis haarige Ader ist es noch lange nicht, würde ich wetten. Oder vielleicht doch. Also dem Klang nach ist ein scheiß Monster in der Gasse. Wow, jetzt mal im Ernst. Ich bin relativ zu jung, um zu sterben. Okay, ich sterbe also hier. Aber wenigstens werde ich dem Tod in die Augen sehen und sagen, ich fürchte dich nicht. Okay, was war das? Gehen wir mal am besten gucken. Ach, guten Tag, wer sind Sie denn? Oh, all das wegen einer dämlichen, dreckigen Katze. Naja, schon irgendwie peinlich. Immerhin hat's keiner gesehen, außer der Katze. Und natürlich Mrs. Grozer. Mrs. Grozer findet mein Abenteuer richtig aufregend. Sie blinzelt nicht mal. Die Frage ist, lebt sie denn noch? Riech sie doch mal an und frag sie. Hallo, Mrs. Grozer. Wie läuft's? Und wie geht es Mr. Grozer? Ist seine Hüfte schon wieder in Ordnung? Das mit dem Rollschuhvorfall, das tut mir aufrichtig leid. Ich hätte wissen sollen, dass ihn die Treppe runterschubsen keine gute Idee war. Normalerweise erzähle ich den Leuten einfach, dass es Mortimer war. Mrs. Grozer, kann ich reinkommen? Ich muss runter zur Straße, aber durch meine Tür kann ich gerade nicht. Können Sie mich hören? Verdammt! Sind Sie taub oder ausgestopft? Ich muss mich wohl einfach der blöden Katze stellen. Ich traue mich nicht, sie anzufassen. Was, wenn sie nur ein Geist ist? Du könntest doch aber mal versuchen zu klopfen. Ich traue mich nicht, sie anzufassen. Was, wenn sie nur ein Geist ist? Ach, hier hängt ja ein Controller, sehe ich gerade erst. Na, Mietzi? Mann, klingt genau wie Matt beim Reihern. Frag mich, ob die auch anderthalb Kästen Bier getrunken hat. Miau. Nimm sie doch weg. Bleib lieber von ihr weg. Können wir den nehmen und auf sie werfen? Ein scheiß Blumentopf? Den soll ich jetzt auch noch mitnehmen? Warum denn? Warum nicht? Das ist Mrs. Grozers Topfpflanze. Ganz hübsch. Ich muss die Leiter losmachen, aber ich komme nicht an diesen scheiß Haken ran. Ich komme nicht ran. Ja, du hättest doch mal versuchen können. Die paar Kratzer. War irgendwas? Hier, gib ihr das. Das behalte ich lieber. Wieso? Willst du es noch essen? Ach, hier kann man sehen, was man anklicken kann. Okay.
Ach, Inventar geht doch so auf. Hier, ich will sie mit der Ente spielen. Auf keinen Fall, das ist mein Entenbügel. Wollen wir sie mit der Fernbedienung spielen lassen? Hier. Warum? Sei doch mal nicht so. Guck mal, das Portemonnaie von Matt brauchen wir doch auch nicht mehr. Das ist der Geldbeutel von meinem besten Freund. Den sollte ich zurückgeben. Ach, und der Inhalt? Gibst du den auch zurück? Mal gucken, vielleicht haben wir noch irgendwas in der Wohnung, was wir benutzen können. Sie müssen den Haken losmachen. Da wäre ja irgendwas Langes. Gut, ist hier irgendwas nochmal in der Kiste drin? Guck nochmal nach, bitte. Nur eine Kiste mit Zeugs. Da ist nichts Nützliches dabei. Okay. Halt, warte. Können wir vielleicht das Poster nehmen und zusammenrollen? Ich nehme die scheiß Poster nicht mit. Ah, doch. Guck mal, der Besen, der sieht doch gut aus. Können wir den nehmen? Okay. Dann. Gehen wir mal probieren, den Haken zu lösen. So, dann nimm mal bitte den Besen und piek da oben gegen. Nur damit bekomme ich die Leiter nicht los. Was willst du denn noch? War da das Thunfischzentrum? Das ist einfach nur dumm. Nein. Hey, dann mache ich doch alles Dreck. Blödsinn. Ja, doch. Nee. Batterien wird auch nicht gehen. Die neue Zeitung. Wenn du das für eine gute Idee hältst, wie wär's mal mit einer Pause vom Spiel? Nö. Echt, das... Wow, sieh dir das an. Ist sogar immer noch etwas Draht übrig. Na super. Ich würde ja runtergehen, Katze, an deiner Stelle. Oder können wir die wegschubsen? Ich will keinen Streit anfangen. Dieses Tier sieht gefährlich aus. Total. Dann. Aua. Puh, perfekt. Ich bin die stinkende Katze losgeworden und die Luft ist rein. Es geht bergauf. Du bist verflucht. Hm? Du bist verflucht. Was bitte bin ich? Verflucht. Verflucht? Das habe ich mir also nicht eingebildet. Du bist verflucht. Oh Mann. Hast du mir die ganze Nacht in den Ohren gelegen? Besten Dank für diese höllische Nacht. Es war die schlimmste meines Lebens. Bis auf das eine Mal, als ich 3 Jahre alte Mayonnaise gegessen hatte. Warte nur, bis ich unten bin. Du bist verflucht. Jetzt reicht's. Niemand verflucht Randall. Können wir den Blumentopf runterschubsen jetzt? Ein scheiß Blumentopf? Den soll ich jetzt auch noch mitnehmen? Warum denn? Och Mann, jetzt sei doch nicht so. Tschüss, Mrs. Grozer. Grüßen Sie Mr. Grozer von mir. Du bist verflucht. Scheiße. Wie wahrscheinlich war das? Puh, das war knapp. Ich glaube, ich kotze gleich mein Herz raus. Puh, der Geschmack der Freiheit. Du bist verflucht. Langsam, langsam. Dich habe ich nicht vergessen. Kleinen Moment, ich check nur kurz, ob alles da ist, wo es hingehört. Und dann entscheide ich, ob ich mich mit dir anlege oder sehe, dass ich hier wegkomme. Nachdem ich dir einen Stein ins Gesicht geworfen habe oder sowas. Was für ein Vorzeigepenner. Stinkend, dreckig und trinkt aus einer Papiertüte. Weiß schon, dass ich dich hören kann, ja? Mhm. Na, rede doch mal mit dem. Warum sind wir denn verflucht?
Du bist also ein Penner, hm? Und du bist? Wie jetzt? Du weißt nicht mal, wer das Opfer deines Geschreis letzte Nacht ist? Falsche Adresse, die Katze ist da lang. Du bist genau der, den ich suche, du Penner. Deine Tage als Fluchbringer sind gezählt. Schon wieder falsch. Ich bin kein Penner. Klar bist du das. Und ein hartes Trinkproblem hast du auch, würde ich sagen. Junge, du könntest dich kaum mehr täuschen. Ich bin Geschäftsmann und ich trinke nur Energy Drinks. Oh, na dann bitte ich vielmals um Verzeihung, Gordon Gecko. Ich wusste nicht, dass das hier Ihr Büro ist. Vorsicht, wenn Sie raus auf die Straße gehen, nicht, dass Ihr hübscher Anzug dreckig wird. Okay, das war ein Tiefschlag, Junge. Ein Geschäft leiten ist kein Spaziergang, weißt du. Wenn du es etwas bringen willst, musst du ganz unten anfangen. Ja, naja, da bist du dann klar im Vorteil. Tiefer geht's für dich nicht. Außerdem weiß jeder, dass Betrunkene immer die Wahrheit sagen. Wenn du also sagst, ich wäre ein betrunkener Penner, ich aber behaupte, ich wäre keiner, würde das nicht in einem Paradoxon resultieren, du Klugscheißer? Irgendwie hat er recht. Mal sehen, du ziehst dich an wie ein Penner, du riechst wie einer und nichts, was du sagst, ergibt Sinn. Okay, einigen wir uns auf Geschäftspenner. Wirst du an einer würgenden Katze interessiert? Oh Mann, armer alter Kerl. Der Alkohol hat dir das Gehirn zersetzt. Hör zu, dein Problem ist, du hattest ziemlich lang kein Mädchen mehr, wenn überhaupt jemals. Hab ich recht? Hör du mal zu, Penner. Ich hab da zwei Worte für dich. Halt deine Scheißfresse. Man sagt, dass wenig zu wissen gefährlich ist. Aber was ist, wenn ein Mensch zu viel Wissen besitzt? Naja, der endet nicht in der Gosse, so viel ist mal sicher. Wo hast du den Spruch überhaupt her? Aus einer Fernsehserie oder so? Nein. Du meinst ja? Nein. Echt nicht? Weil ich glaube, den habe ich letzte Woche bei Scary Door gehört. Nein, habe ich gesagt. Wir Penner sehen uns keine Sci-Fi-Serien an. Du hast dich gerade verraten, alter Junge. Nein, das glaube ich nicht. Okay, was auch immer. Pass auf dich auf, alter Junge, und mach keinen Ärger. Nicht, dass man dich wegsperrt. Wir sehen uns wieder. Kann's kaum erwarten. Du bist verflucht! Also, jetzt kannst du es wohl kaum leugnen. Du hast es gesagt, ich hab dich gehört. Was gesagt? Warum tust du mir das an? Ich hab dir doch gar nichts getan. Noch nicht. Aber du wirst. Ich kenn Leute wie dich. Ich hab selber Probleme, weißt du? Mein Boss und mein Vermieter sind Deppen und beide sind angepisst. Und wenn ich das nicht in den Griff bekomme, wohne ich bald auch hier unten bei dir. Wenn Wissen Macht ist und Macht korrumpiert, wie soll die Menschheit nur überleben? Gott, schon wieder diese Lahmsprüche? Musst du nicht ordentlich fürs Copyright blechen oder sowas? Nein, ich nicht. Okay, klasse. Also zusammenfassend, du bist ein Penner und ich bin verflucht. Genau. Aha! Hast du nicht gesagt, du weißt nichts darüber? Das war nur meine Meinung. Ich denke, du bist verflucht. Und ich kann dir helfen. Ach so, das kannst du. Wie machen? Wie denn? Willst mir helfen? Was für ein Brüller. Ich bin 7 Jahre zur Schule gegangen. Ich bin kein Idiot. Das merkt man. Tja, ich dachte ja nur, ich könnte dir eine Hilfe sein. Ich komme allein klar. So wie Gordon Freeman. Ich kenne diesen Freeman-Burschen nicht. Aber hier, nimm meine Karte, Junge. Ruf mich an, wenn du deine Meinung änderst. Das? Das ist eine rostige alte Rasierklinge. Und da steht keine Nummer drauf. Der Penner sagt, das ist seine Visitenkarte. Okay. Ja. Und wie soll ich dich damit anrufen? Ah. Ich glaube, das war genug Second-Hand-Philosophie für einen Tag. Okay, dann guck mal, was wir hier noch so schön in der Gasse finden. Guck mal den Blumentopf. Ich könnte mir die Augen ausheulen, wenn ich Veganer wäre. Frühstück am Boden, ne? Nimm doch Warum mal ein Blümchen. Warum zum Geier sollte ich einen kaputten Blumentopf mitnehmen? Doch, nur einen. Er bleibt hier.
Es reicht doch, wenn du eine Blume mitnimmst. Ach Müll. Guck mal, was da so Schönes drin ist. Mir gefällt das Containern auch nicht, aber wer könnte zu einer alten Tube Klebstoff schon Nein sagen? Also ich nicht. Die kann ich nicht mehr benutzen. Und selbst wenn, bin da oben fast draufgegangen. Ja, könnt froh sein, dass wir das Ding nicht abbekommen haben. Soll ich die jetzt reparieren oder was? Klar, du hast doch Sekundenkleber gefunden. Tu es. Warte, warte, warte. Können wir das? Muss ja mal testen, ne? Würde ich ja gerne, aber der Deckel sitzt fest. Oh. Guck mal an, wie süß er ist. Wer bist du denn? Hey, ein kleiner Chihuahua. Sein Name steht im Halsband. Ich glaube, er ist Barclay. Hey, Barclay. Streichel ihn doch mal. Den lasse ich lieber in Ruhe. Der ist zwar ganz schön klein, aber die Viecher sind gefährlicher als Grizzlies. Mhm. Hierher. Beifuß, komm zu Herrchen. Der hört mir gar nicht zu. Kann er das denn? Irgendwas vergessen? Ach, guck mal. Die kann ich nicht mehr benutzen. Und selbst wenn, bin da oben fast draufgegangen. Okay. Dann lass uns mal weitergehen. Nur ein Typ, der Zeitung liest. Scheint voll bei der Sache zu sein. Guck mal, die Tauben. Scheiß Flugratten. Das sind doch so schlimm. Damit ich mir die Tollwut hole? Nee, lass mal. Ja. Scheiß Flugratten. Okay, du magst keine Tauben. Ich durchwühle keinen Müll. Auf einmal. Nicht mehr. Wollte gerade sagen. Nimm doch was mit. Nichts von Interesse. Okay. Wollen wir hier reingehen? Der alte Marconi und seine wütende Ader warten immer noch auf mich. Ich kann ihren Atem hören. Ich warte lieber noch eine Weile, bevor ich mich wieder nach Hause wage. Okay, dann gehen wir ein bisschen erkunden. Mal guck mal hier, Ghostbusters, Back to the Future, glaube ich. Also zurück in die Zukunft. Jurassic Park. Dann gehen wir mal rein. Geht das? Das Loch ist schon eine ganze Weile zu. Schade eigentlich. Der einzige Laden, wo man die ungekürzte Fassung von Mary Poppins gekriegt hat. Echt hardcore. Ja, hier steht ja auch close. Was haben wir denn hier? Oh, was ist denn mit Ihnen los hier? Vertreter. Hm. Sieh an, noch so eine verlorene Seele. Was ist los, Kumpel? Du siehst ziemlich fertig aus. Ah, alles furchtbar. Sklaven werden besser bezahlt als ich. Eigentlich habe ich heute frei und ich muss mich mit jedem schwachsinnigen Vollidioten auf dem Planeten rumschlagen. Außerdem werde ich gefeuert, wenn ich bis zum Wochenende keinen dicken Fisch an Land ziehe. Hey, willst du vielleicht ein Set Wondermatic-Produkte kaufen? Unsere Technologie ist auf dem neuesten Stand. Nein, also, sorry, aber ich habe kein Interesse. Pass auf, ich bin spät dran und dem Gejammer von Wildfremden zuzuhören ist gerade nicht drin. Und was das tatsächliche Helfen angeht, Verstehe. Ja gut, dann einen schönen Tag noch. Sieh sich einer den Hundeblick an. Jetzt tut er mir schon irgendwie leid. Ich könnte ja auch noch mit dem anderen Fremden hier reden, mit der Zeitung vielleicht. Ich versuche ja immer, dem Gespräch mit Fremden aus dem Weg zu gehen. Okay, ich hab's verstanden. Können wir auch hier lang gehen? Nein. Dann gehen wir mal hier lang. Nichts für mich drin. Hier nicht weiter? In die U-Bahn können wir. Okay. Shit! Er ist defekt. Okay. Wie schön ist. Nur eine Mülltonne. Da finde ich sicher nichts Interessantes drin. Ja doch, das T-Shirt. Gucke doch mal, wie hübsch das ist. Nichts von Interesse.
Hallo, Betty. Ich schaue gern Leuten bei der Arbeit zu. Ein Ticket, bitte. Aha, 6 senkrecht. Entschuldigung, aber ich hab's irgendwie eilig. Ich komme zu spät zur Arbeit, wissen Sie? Waagerecht, 3 Buchstaben, Bauernhoftier. Scheiße, Entschuldigung, könnte ich bitte ein Ticket bekommen? Einen Augenblick bitte, ich bin sofort bei Ihnen, Sir. Bleiben Sie dran. Sagte sie gerade, ich soll dranbleiben? Ein U-Bahn-Ticket bitte, hallo? Ich kümmere mich sofort um Sie, Sir. Bitte bleiben Sie dran. Ihr Anruf ist uns sehr wichtig. Spitze. Es ist also einer dieser Tage, ja? Gott, ich sollte heute nicht mal bei der Arbeit sein. Naja, eigentlich schon, aber ich will nicht. Alles, was ich will, ist ein verfluchtes Ticket. Eine Kombination aus elektronischen und organischen Komponenten, 6 Buchstaben. Was? Entschuldigung, wissen Sie, ob das Glas hier kugelsicher ist? Nicht? Ich wollte nur wissen, ob man es vielleicht mit einem stumpfen Gegenstand zerschlagen könnte. Oh nein, nein, bitte, haben Sie keine Angst vor mir. Für was halten Sie mich? Alles, was ich tun werde, ist Ihren Kopf abreißen, um sicherzustellen, dass Sie kein Cyborg aus der Zukunft sind, der mich fertig machen will. Cyborg, 6 Buchstaben senkrecht. Eine Kombination aus elektronischen und organischen Komponenten, danke. Bitteschön. So wollen Sie also spielen, ja? Okay, letzte Chance. Geben Sie mir mein Ticket und es gibt keine Konsequenzen. Ist das Ihre endgültige Antwort? Schön. Sie sind damit auf meiner Liste. Gleich unter Lucas und Jar Jar. Und wenn Sie jemals eine Briefbombe bekommen, denken Sie an den Namen Randall Hicks. Moment. Nein? Denken Sie nicht an diesen Namen. Streichen Sie das. Mal sehen. 11 Buchstaben senkrecht. Fängt mit I an. Inadäquat oder ungeeignet für einen bestimmten Zweck. Danke für Ihren Anruf und wir bitten um Entschuldigung für etwaige Unannehmlichkeiten. Hey, Moment, legen Sie ja nicht auf. Wagen Sie es nicht aufzulegen. Sie hat aufgelegt. Die blöde Kuh hat einfach aufgelegt. Kuh, 5 waagerecht Bauernhoftier. Vielen Dank. Bitteschön. Wenn wir jetzt ein Ticket haben. Ich schätze Ihren Trick ganz und gar nicht, Ma'am. Ihr Anruf ist uns sehr wichtig. Was für ein Anruf? Es gibt keinen Anruf. Bitte bleiben Sie dran. Töte mich. Oh Gott, töte mich hier und jetzt. Wissen Sie was? Ich verziehe mich. Es bricht mir das Herz. Sollen wir denn jetzt an ein Ticket rankommen? Das ist der Hörer an seinem angestammten Platz. Ich muss gerade nicht tele. Das sollte ich lieber lassen. Eine Mitmann. Das Ding hat mich bereits die gesamte Kindheit und die Hälfte meines Erwachsenendaseins gekostet. Mann, mach das nochmal. Das sollte ich lieber lassen. Das Ding hat mich bereits die gesamte Kindheit und die Hälfte meines Erwachsenendaseins gekostet. Okay. Ich habe immer noch kein Ticket. Die kenne ich nicht. Red doch mal. Ich vermeide den Kontakt mit Fremden, soweit es geht. Wie bitte? Ich glaube, es hackt. Da komme ich nur mit Fahrkarte durch. Hey, was glaubst du, was du da machst, Junge? Naja, nichts. Können wir jetzt eine Fahrkarte haben, bitte?
Wenn ich nochmal mit dir spreche, könnte es hässlich werden. Wenn ich nochmal mit dir spreche, könnte es hässlich werden. Zutritt verboten? Mann, jetzt will ich erst recht wissen, was da drin abgeht. Das nehme ich nicht mit. Mr. Kong als Bösewicht. Ja, ja, die guten alten Zeiten. Man kann ich hier auch wählen? Ah. Ich wundere nicht, ich habe Spiel mit dem Controller, das ist ein bisschen frickelig so mit der Steuerung. Eigentlich nur ein Telefon, aber vielleicht kann ich es irgendwie zweckentfremden. Das ist am Tisch festgemacht. Das ist am Tisch festgemacht. Okay. Warte mal. Ah, der kriegt ja den Deckel nicht auf, ne? Na bitte. Gut, können wir vielleicht den Kleber kombinieren? Warte mal, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Mit dem da? Was sollte uns das bringen? Könntest du ja mal probieren. Wir schmeißen das nochmal runter aus. Oder noch eine Idee? Moment. Kleber nehmen. Wenn das klappen soll, muss ich vielleicht erstmal den Hörer nehmen, oder? Ja, dann nimm den Hörer. Soll die jetzt anrufen irgendwie? Ist draußen ein Telefon oder so? Der ATM ist ja kaputt. Ah, guck mal. Was denn? Das muss für Notfälle sein. Sollte ich lieber lassen. Steht das Ding auf? Hat mich bereits die gesamte Kindheit und die Hälfte meines Erwachsenen-Daseins gekostet. Ja, ja. Können wir jetzt so schnell abhauen hier? Na, geh doch mal weg. Schnell, schnell. Sagen wir, sie nicht da ist. Stehen bleiben. Oh Mann, oh. War ja auch zu einfach gewesen. Sieh an, sieh an, sieh an. Was haben wir denn hier? Bist du nicht etwas alt, um über die Absperrung zu springen? Hören Sie, es ist nicht, wonach es aussieht. Na, das sagen Sie alle. Wirklich, hören Sie, Officer... Officer Murray, dein Freund und Helfer. Ich kenne Typen wie dich. Glaubst du wirklich, du kommst hier einfach raus, nur weil du dich dumm stellst? Naja. Warum wolltest du dich hier ohne zu zahlen durchschummeln? Also, ich bin ein armer, glückloser irischer Einwanderer. Oh, großer Gott, was soll das nur werden? Hey, ich bin auch Ire. Was für ein Zufall. Wo kommst du her? Aus Longford. Aus Longford County, genau. Nicht wirklich, oder? Da komme ich auch her. Das heißt, dein Mathelehrer war der alte Duncan McGlantis, richtig? Naja, ja. Wer sonst? Ha! Erwischt! Verdammt. Der alte Duncan McGlantis, der zweite, war ein Erdkundelehrer. Hab dich dran gekriegt. Du gehst nirgends hin, bevor ich meinen Bericht fertig habe. Na super. Sag bloß, ich muss jetzt warten, bis Murray lesen gelernt hat. Vergiss es, ich muss jetzt sofort hier raus. Wenn ich's heute nicht zur Arbeit schaffe, dreht mein Boss durch. Und
Ob wir da rauskommen, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein!